Ja, der Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz in Sachen schneller Waffenlieferungen für die Ukraine lässt nicht nach. Aber es finden sich auch Unterstützer seines Tuns. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil zum Beispiel hat Verständnis für die Herangehensweise von Scholz. Aber selbst beim Koalitionspartner, den Grünen, wird der Druck größer. Der Europaausschussvorsitzende im Bundestag, Anton Hofreiter, sieht gar die Gefahr, dass durch die deutsche Zögerlichkeit sich dieser Krieg immer länger hinzieht und Putin weitere Länder überfallen könnte. Olaf Scholz steht weiter im Feuer der Kritik. Zu zögerlich sei sein Handeln, meinen NATO-Partner. Derzeit finanziere Deutschland Russland den Krieg mit Energiekäufen. Die Deutschen glaubten immer noch, dass Russland langfristig ein verlässlicher Partner Europas sein könnte. Das ist einfach nicht hilfreich für die Entscheidungen, die wir jetzt in dieser Situation treffen müssen. Wir bitten darum, dass die deutsche Volkswirtschaft und dass der deutsche Energieverbrauch so schnell wie möglich geändert wird. Die Bundesaußenministerin verteidigt das deutsche Vorgehen auf ihrer schwierigen Reise durchs Baltikum. Deutschland bewege sich in dieser Frage aber stufenweise. Öl halbieren wir bis zum Sommer und werden bis Jahresende bei null sein. Und dann folgt auch Gas, und zwar in einem gemeinsamen europäischen Fahrplan. Schwer wiegt das Friendly Fire aus den eigenen Reihen für den Kanzler. FDP und Grüne, aber auch SPD-Abgeordnete verlangen, dass Deutschland mehr modernes Material an die Ukraine direkt liefere. Das alte Sowjetmaterial dürfte bei weitem nicht reichen. Zusammen mit den Energiekäufen entstehe eine toxische Mischung. Durch das Bremsen des Energieembargos und der nötigen Waffenlieferungen droht die Gefahr, dass sich dieser Krieg immer länger hinzieht und Putin weitere Länder überfallen wird, so der Grüne Anton Hofreiter. Nicht mehr auf Tauchstation gehen und keine Tabus mehr bei den Waffenlieferungen, fordert die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen, Sarah Nanni. Wir müssen bereit sein, alles zu exportieren, was wir benutzen würden, um uns selbst zu verteidigen. Aber vor allem die SPD-Spitze bremst. Parteichef Lars Klingbeil spricht von Einzelmeinungen und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich unterstellt Kritikern parteipolitische Motive. Tatsachen würden teils unterschlagen, teils bewusst falsch dargestellt. Vor unserer Fraktion mit. Wir schauen zum Beispiel Bilder vor dem Kanzleramt und Marco Reintke, der befindet sich aktuell in Vilnius. Marco, bei dir beginnen wir. Außenministerin Annalena Baerbock ist ja auf Tour durch die baltischen Staaten. Was ist denn die Intention und wie wird der Besuch bewertet? Na, hier in Litauen wird der Besuch schon sehr positiv bewertet. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass Annalena Baerbock in den baltischen Staaten doch mit etwas Skepsis begrüßt wird. Denn man hat sich hier eigentlich deutlich mehr Unterstützung für die Ukraine von Deutschland erhofft. Wir hatten gestern auch die Chance, mit dem Präsidenten Litauens, also mit Gitanas Nauseda, zu sprechen. Und der hat uns gegenüber gesagt, dass sein Land immer versucht hatte, eine Art Führungsrolle einzunehmen. Auch wahrscheinlich so ein bisschen mit dem Wink darauf, dass Deutschland diese Führungsrolle ja in gewisser Weise in Europa abgegeben hat. Und man muss eben auch ganz klar sagen, dass eben er sich auch deutlich mehr erhofft hat. Und ich habe ihn dann auch gefragt, ob er sich über dieses Zögern in Deutschland wundert. Und er hat eben auch dazu gesagt, na ja, also er will sich jetzt nicht einreihen in die Reihe der Kritiker, sondern er will eigentlich nur dazu aufrufen, jetzt möglichst schnell zu handeln. Auch das sicherlich ein Wink nach Berlin und auch ein Wink an Annalena Baerbock heute für ihren Besuch. Marco, auch das Baltikum fühlt sich aktuell nicht wirklich sicher, nicht wirklich wohl in der aktuellen Situation. Insgesamt geht man in Litauen zum Beispiel wie damit um? Ja, hier in Litauen ist es so, dass man schon eine gewisse Anspannung erfährt. Wir haben gestern auch mit mehreren Menschen hier in der Stadt gesprochen und die haben auch gesagt, na ja, es ist so eine gewisse Unruhe, die hier herrscht. Litauen zum Beispiel hat sich ja schon seit dem 1.4. jetzt von russischen Energielieferungen unabhängig gemacht. Nichtsdestotrotz sieht man immer noch die Bedrohung durch die russische Exklave Kaliningrad beispielsweise und natürlich auch die direkte Grenze Belarus, die von hier nur knapp 40 Kilometer entfernt ist, eben enorm bedroht und da rüstet man hier auch entsprechend auf. Es ist zum Beispiel auch so, dass es eine Schützenunion gibt, eine Art paramilitärische Organisation, wo man jetzt gesagt hat, alle Mitglieder dieser Organisation dürfen sich vollautomatische Waffen eben auch fürs private Eigentum kaufen, mit der Intention sozusagen, jeder, der eine Waffe haben kann, der soll sie dann auch besitzen.
Marco, für den Moment besten Dank und damit der Blick nach Berlin, genauer vors Kanzleramt zu Marie Pschibilla. Bundeskanzler Olaf Scholz soll ja bei der nächsten Sitzung des Verteidigungsausschusses persönlich über Waffenlieferungen an die Ukraine berichten. Wie ist das einzuordnen? Ja, das geht genau eben in Richtung auch der Kritik, die ja die Ausschussvorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann in den letzten Tagen und man muss schon sagen Wochen ja sehr massiv immer formuliert hat, dass da fehlende Informationen einfach da sind, dass die Kommunikation schlecht ist, dass schwere Waffen nicht geliefert werden, dass der Kurs eben seitens des Bundeskanzlers gar nicht so richtig klar gemacht wird. Und gerade dieser Verteidigungsausschuss ist natürlich das Gremium, was letztendlich auch das Verteidigungsministerium kontrolliert mit allen entsprechenden Belangen, die tagen geheim. Und Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat eben auch noch mal sehr deutlich gemacht, das ist in dem Sinne keine Vorladung, sondern es ist lediglich eine freundliche Einladung, dass man eben einfach gemeinsam diesen Kurs auch auf Kurs gebracht wird, kann man letztendlich auch sagen. Denn auch auf europäischer Bühne, muss man sagen, führt das natürlich zu sehr viel Verwirrung, wie Deutschland, also vor allem auch die einzelnen Stimmen innerhalb der Bundesregierung, die sich ja doch auch unterscheiden. Die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist da deutlich klarer in ihrer Sprache, als wir das von Bundeskanzler Olaf Scholz hören. Und insofern wirkt eben gerade auch diese gewissen Dissonanzen auch auf öffentlicher Bühne, auf internationaler Bühne dafür, dass der Kurs von Deutschland als so zögerlich, als so schlingernd wahrgenommen wird und letztendlich ja auch die Informationen ein bisschen in einer Art Salamitaktik jetzt veröffentlicht werden. Auf der Pressekonferenz gab es gar nicht so viel Neues seitens des Bundeskanzlers. Dann hinterher wurde bekannt, man will auch an Panzerhaubitzen ausbilden, die Ukrainer. Letztendlich jetzt ist bekannt, man macht einen Ringtausch mit Slowenien. Also es wird ja schon etwas getan, es wird nur nicht genug darüber gesprochen. Es wird was getan, also diesen Ringtausch, den du gerade angesprochen hast, der wird also kommen. Trotzdem wird die Union am eigenen Antrag im Bundestag festhalten? Wenn ja, warum? Man will einfach den Druck weiter erhöhen. Letztendlich ist es so, man möchte schwere Waffen liefern. Nun ist ja immer noch die Frage. Man ist da sehr zögerlich im Kanzleramt, will eben nicht Kriegspartei werden, sagt auch sowieso, die Bundeswehr steht mit leeren Händen da, was das letztendlich angeht. Man muss sich ja auch klar machen, zum Beispiel, wir werden auch in der NATO haben wir natürlich Verpflichtungen. Litauen, dort in dieser Flanke müsste man auch die Sicherheit weiterhin gewährleisten, falls es zu eventuellen Vorfällen auch käme. Insofern, dieses Material kann man nicht liefern. Und insofern ist der Druck aber weiterhin hoch. Es ist nicht klar, was will letztendlich diese Bundesregierung. Es kommt Stück für Stück immer nur die Information heraus. Und diesen Antrag, damit will man eben zeigen, dass letztendlich ja eine breitere Front für schwere Waffenlieferungen im Bundestag wäre. Es ist auch gar nicht ganz klar, wie das dann ablaufen wird, auch wie dieser Antrag überhaupt aussehen soll. Das will man auch innerhalb der Union erst Anfang nächster Woche entscheiden. Letztendlich kann das ja da nicht direkt abgestimmt werden. Das ist ja kein Gesetzesvorhaben, sondern das müsste erstmal durch die Fachausschüsse gehen und insofern muss man erstmal schauen, da dürfte noch relativ viel Beratungen auch innerhalb der einzelnen Fraktionen überhaupt erstmal folgen. Marie, danke schön fürs Kanzleramt.